Hallo, hallo, hallo. Hast du erschreckt? Ja. Ja. Hallo, hallo, hallo. Hier ist Shoki Banuki. Ja, ja, jetzt hast du gespielt. Mit Daily, deiner Tagesdosis, Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Christian. Ich habe fast gesagt, ich bin der Christian. Christian Hagenbeck. Hallo zusammen. Ja, Christian Hagenbeck. Dürfen mich auch ruhig Marc nennen. Der Marc Hagenbeck. Ja. Und wir haben heute den 12. Januar. Und am 12. Januar hat Geburtstag wer? Na, wer hat denn schon am 12. Januar Geburtstag? Natürlich Möllers Ralf. Oh, ja. Ralf Man kennt Möller. Ihn aus Filmen wie Conan oder, was war das hier? Gladiator, wie konnte ich Gladiator eigentlich wissen? Hat er bei Conan mitgespielt? Ja, ja, der hat wirklich bei Conan mitgespielt, ja. Er und Arnold Schwarzenegger sind ja auch Kumpels. Ja, ja, die sind ja alle so ein bisschen. Na, die sind ja also ein bisschen. Das ist so dieses, das mit den Steroiden und so, dass man teilt ja auch den Dealer und sowas. Das schweißt halt auch irgendwie. Nein, das haben die nicht gemacht. Habe ich das? Nee, das wollte. Nein, das haben die nicht gemacht. Habe ich das laut gesagt? Stimmt nicht. Nein, nein, haben die nicht. Ja, der Ralf Möller ist also am 12. Januar 1959 in Recklinghausen geboren. Und Ralf, wenn du uns jetzt sehen kannst, wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag. Ja? Und das mit den Steroiden, das war nur ein Witz. Ne? Das war nur ein Joke. War bitte, ein Witz. Bitte verklag mich nicht. Klar war ein Witz. Ich habe einen Rechtsschutz. Ja, mach ruhig. So viel Rechtsschutz hast du nicht. Stimmt. Schwierig. Ja, und am 12. Januar 1998 haben die europäischen Staaten das Klonen von Menschen verboten. Ach ja. Ja, das war erst 98, da haben sie gesagt, nein, Klonen von Menschen wollen wir nicht. Ja? Mal gucken, wie lange das noch so ist. Wo kommen die ganzen Klons her? Wie die ganzen Klons? Achso, ja. Ja, genau, ja. Toller Witz. Auf jeden Fall. Letztes war doch irgendwann mal, wann war das? Vor einiger Zeit, da wurde doch so ein Affe geklont schon wieder. Ein Schaf. Ja, das war Dolly, das war ja Dolly. Vor 100.000 Jahren. Dolly Buster. Die wurde geklont, genau, zweimal. Und ja, aber der Affe wurde doch geklont. Da haben sie doch auch noch irgendwie von wegen so, ja, keine Eltern und so ein Kram. Hat das Ding überhaupt eine Seele? Das ist das Problem bei Menschen. Okay, ja. Stell dir vor, du würdest geklont werden und du wärst nur im Reagenzglas entstanden. Na, wenn ich geklont werden würde, ich weiß nicht, das wäre irgendwie so für die Welt das Glück im Doppelpack oder irgendwie, keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass du so unsympathisch bist, Marc. Das gibt's doch gar nicht. So, ich mach mal weiter. Ja, genau. Am 12. Januar 1780 wurde die Züricher Zeitung ins Leben gerufen und erschien dort zum ersten Mal. Ja, genau. Wir haben sie hinter uns. Ja? Züricher Zeitung. Genau. Und man sieht hier neue Züricher Zeitung. 30. August 68. Ja, da. Das ist ja irgendeine andere. Das ist ja nicht die erste Ausgabe. Super vorbereitet. Das ist ja nicht die erste Ausgabe. Ich hätte eigentlich erwartet, dass wir die Erstausgabe sehen, ja. Aber gut. Nee, die erste Ausgabe war am 12. Januar. Ja. Ja, genau. Am 12. Januar wann? Habe ich doch gesagt, 1780 natürlich. 1780, das ja. Weiß man doch. Ja, weiß Lernt man ihr heute genau. Nichts mehr in der Schule, ihr jungen Leute? Ja, das war die Tagesdosis Angeberwissen. Ihr habt jetzt ganz viel irgendwie erfahren über den heutigen Tag. Könnt es alles mit rausnehmen und könnt es in die Welt raustragen, könnt ein bisschen angeben. Genau. Heute Abend in der Theke beispielsweise könnt ihr mal irgendwie einen heben und sagen, hey, das ist ein Zweit, Züricher Zeitung, Ralf Möller. Und was war das dran? Ach ja, europäische Staaten klonen hier. Das war, Dolly Buster? Ja, Dolly Buster ist heute verboten worden. Ja, egal. Ne. Ja, schaltet morgen wieder rein, wenn es heißt Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Tschüss, euer Christian Hagenbeck. Cheerio, Miss Sophie.